Hallo Freunde, ja, Blizzard gibt Gas, es gibt schon wieder einen neuen Hotfix. Gestern frisch aufgespielt oder heute Nacht frisch aufgespielt. Und da schauen wir natürlich gemeinsam drüber. Zunächst geht's wieder um das Blood Moon Event. Es wurde ein Fehler behoben durch den Spieler, die eine Gruppe verließen, manchmal ihre Stapel Blut für den Blutlore verloren. Also, muss ich ein bisschen schmunzeln, ich habe das in unserem ersten Event gemacht. Ich habe unsere Gildengruppe verlassen, weil wir die Gruppe neu machen wollten. Und da haben aber alle anderen ihr Blut verloren und nicht ich. An dieser Stelle nochmal Entschuldigung, war natürlich keine Absicht. Na gut, jetzt scheint es behoben zu sein, passt. Der Blutmond erhöht jetzt die Gesundheit von Teilnehmern um 30%. Reichen 30%? Ich weiß nicht. Ich habe 3000 Leben auf meinem Worry. Sind 900 Leben drauf. Überlebe ich einen Cast vom Shadow Priest mehr? Na, mal gucken. Auf jeden Fall eine wünschenswerte Änderung. Auf jeden Fall gut. Das ist viel zu bursty aktuell. Wiederbelebung von angekettenden Geistern während des Blutmond-Events gewährt Spielercharakteren jetzt auch 100% ihres Manas. Auch gut. Blutmond-Scheuer, Zandaladische Abgesandte werden jetzt Spieler in dem Fernländer Ratchet, Tieresverlichtung und Dämmerwald schützen. Ich glaube, das sind die, wo man es ausschalten kann. Ne? Da gibt es jetzt anscheinend auch in Ratchet, Tieresfall und Dämmerwald ein. Muss man nicht mehr von oben nach Stranglethorn Vale rein. Die Anzeigetafeln während des Blutmond-Events sollten jetzt schneller reagieren können, wenn es darum geht, den Start und das Ende des Events zu aktivieren und zu deaktivieren. Das heißt, dass die Leiste oben ist akkurater vom Zeitpunkt her. Okay, verstehe ich so. Auf jeden Fall wieder gute Änderungen zu Blutmond. Das Event wird auf jeden Fall besser. Und wenn jetzt der Lag noch wegkommt und ein paar Klassenbalancing vielleicht kommen, glaube ich, wird das ein super spaßiges Ding. Dann gab es Hotfixes bei den Klassen. Zunächst mal beim Druiden. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Berserker die Energiekosten von Fähigkeiten, die durch Runen wie wildes Brüllen, Sonnenfeuer und Schädelstoß erlernt wurden, nicht abrechnete. Die visuelle Korrektur von Sternensog wurde so korrigiert, dass sie weder den Zaubernen noch das Ziel trifft. Die Grafik von wildes Gebrüll hat keine Animation für herausforderndes Gebrüll mehr, die an die Besetzung angehängt ist. Okay, ja, das hat immer mega genervt, das stimmt tatsächlich. Finsternis verringert jetzt wie vorgesehen den Zauberrückstoß von Zorn und Sternenfeuer. Da wusste ich nicht, dass das buggy ist, aber okay. Beim Priester. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Leeren solche mehr als vorgesehen von Zaubermacht profitierte. Also hier schon ein kleiner Priester-Nerf. Es wurde ein Fehler behoben, durch den es einem Priester möglich war, zwei Kompien von Erneuern auf ein Ziel zu legen. Na gut. Dann beim Schamane. Energieschub. Die Energieschub, die ihr während des Einsatzes von Lava-Eruption, Blitzschlag oder Kettenheilung wahrscheinlich, wird übersetzt wahrscheinlich, erhaltet, wird von diesem Zauber nicht mehr verbraucht, der nicht davon profitiert. Okay. Zauberer, Moment, das ist jetzt hier Warlock. Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich die Ränge 2 und 3 von Angst nicht wie vorgesehen in Bedrohung verwandelten, während Metamorphose aktiv war. Okay, also wenn man Meta ist, wird ja Furcht zu einem Spott, das dann anscheinend nicht funktioniert. Es wurde ein Fehler behoben, den durch Tanz der Bösen eine falsche Menge an Mana zurückgab. Ja, das war ein Buggy, man hat viel mehr Mana zurückgekriegt als beabsichtigt. Dann beim Paladin, hier Beschützer genannt. Es wurde ein Fehler behoben, den durch den Effekt von Licht, vom Licht bewacht, vom Spieler abgebrochen werden konnte. Also das ist das, wo man Mana zurückkriegt, aber dann halt weniger heilt. Und das konnte man einfach bisher abbrechen und hat dann trotzdem so einen Emergency Heal auf sich machen können. Kein Problem, geht jetzt nicht mehr. So viel zu den Klassenbalancing, Änderungen, Hotfixes. Nicht Balancing, eher Hotfixes sind es. Und dann zu Gnome Regan, da gab es auch ein paar Bugfixes. Der Stromschlager 6000. Die Spieler können sich nicht mehr außerhalb der Reichweite befinden oder die Sichtlinie nutzen, um den Zauber- oder Ketteneffekt von statischer Lichtbogen zu verhindern. Also, das ist dieser Boss, der in der Werkstatt da unten drin ist. Und da konnte man den Zauber statischer Lichtbogen, also das AOE, was um einen rumgeht, praktisch LOSen, geht jetzt nicht mehr. Dann bei der mechanischen Menagerie. Der Kampf wird jetzt wie vorgesehen zurückgesetzt, wenn sich einer der Bosse beim Zurücksetzen des Kampfes im Selbstreparaturmodus befand. Okay.
Und bei der Quest Rickkriege, Rick Wars, Thermablugs Tresor erscheint jetzt unter einem der Bombenspender, nachdem der Mech-Ingenieur Thermablug besiegt wurde. Ja gut, ein paar kleine Bugfixes wird genommen. Alles in allem geht's voran. Gut, also das hat mich jetzt zum Beispiel, musste ich nichts davon erleben. Die Klassen-Bugfixes auf jeden Fall natürlich gut und STV geht auch immer besser vorwärts. Ich würde sagen, weiter so, Blizzard. Euch sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir hören, sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.